Guten Tag, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ich muss alle paar Minuten auf mein Handy sehen. Und ich liebe es, wenn mein Finger übers Display gleitet. Früh am Morgen ist es das Erste, was ich tue. Ohne drauf zu gucken, komm ich abends nicht zur Ruhe. Es gibt nichts, was mir ein vergleichbares Gefühl bereitet. Nun, Ihr Zustand ist sehr bedenklich und ein klarer Fall für die Psychiatrie. Seien Sie stark, denn die Diagnose lautet eindeutig, Sie leiden an Tachophonie. Also nein, das ist ja wohl wirklich lächerlich. Ganz so schlimm ist es bei mir ja nun auch wieder nicht. Diesen Arztbesuch werde ich gleich mal über WhatsApp teilen. Dann schau ich mir an, wie das Wetter morgen wird. Dank des Routenplaners hab ich mich noch nie verirrt. Meine Finger wischen und wollen an diesem Ding verweilen. Nun, Ihr Zustand ist sehr bedenklich und ein klarer Fall für die Psychiatrie. Seien Sie stark, denn die Diagnose lautet eindeutig, Sie leiden an Tachophonie. Wie mir die Finger jucken, kann nicht ohne Sie. Ich muss aufs Handy gucken, die Tachophonie. Ein bisschen nur Facebooken, sie raubt Energie. Ich geh's kurz weg, doch da fällt mir noch ein, für Marie. Ich könnte mal ein Kuchen, dabei back ich mit bei Google suchen. Welch Idiot, Verbindung buchen. Es stimmt wirklich nichts, ist so schlimm und gleichzeitig so schön wie die Tachophonie. Immer mehr sind betroffen, es ist die reinste Epidemie. Alle haben Tachophonie.